Ja, hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zu einem kleinen Eltsport-Video. Ihr seht, in Kürze beginnt das Turnier. Ich melde mich auch schon mal hierfür an, das Event-Turnier. Ich finde die Idee ganz cool eigentlich. Ist jetzt das zweite Mal, dass ich bei dem Turnier hier mitmache. Beim ersten Mal hatte ich in der ersten Runde einen krassen Lagger und bin dann direkt ausgeschieden. Ich möchte aber auch das Video hier so kurz mal ein bisschen nutzen, um so ein paar Infosachen rauszuhauen. Sache ist nämlich auch, dass meine Festplatte zum Beispiel kaputt ist. Das bedeutet halt, dass zum Beispiel so Projekte wie Pokémon oder das Mario halt aktuell gar nicht weitergehen, beziehungsweise Pokémon kann ich halt eigentlich auch total leider für abgebrochen gelten, auch wenn es mir super Spaß gemacht hat und ich glaube euch genauso, also der Teil, der zugeschaut hat und alles. Weil halt Safe Game und Co. alles weg ist. Also meine Festplatte ist komplett in den Arsch gelaufen und mir wird schon eine neue zugesendet, Gott sei Dank, sodass ich dann bald wieder mehr Speicherplatz habe. Heißt aber auch, ich kann jetzt hier auch nicht großartig lange Videos machen. Ich hoffe, bei mir läuft jetzt hier so. Ich kann auch nicht cutten, also ich habe kein extra Videoprogramm dafür. Also müsst ihr euch das Zwischengelaber auch leider so leid es mir tut, antun, bis zu den Kämpfen. Ich habe jetzt auch hier absichtlich so 3 Minuten vorher, ihr seht da ja oben den Timer, also wenn ich da so hin zeige, zeige ich da eigentlich auf meinen Monitor drauf. Und ja, also wie gesagt, Festplatte kaputt, also das war meine große Festplatte, ich habe hier eine 60 GB SSD normale, wo mein Betriebssystem normalerweise nur drauf ist und halt ganz wichtige Programme, sowas wie Antivirenprogramme und Co. und dann hatte ich noch eine 3 TB Festplatte und die ist halt jetzt komplett kaputt. Die ist halt, die wollte nicht mehr von einem auf den anderen Moment. Und ja, ich hoffe, dass das dann mit der anderen besser läuft. Ich meine, ich bin froh, die ist, hat 2,5, 3 Jahre gehalten, die 3 TB Festplatte. Also war eine externe und ja, bin so weitestgehend damit auch zufrieden gewesen. Die SSD hält Gott sei Dank noch, ansonsten wäre ich absolut in die Krise gefallen. Ohne Internet kriegt man ja heutzutage nichts mehr hin. Nee, aber hier punktuell so ein bisschen, also ich werde jetzt hier immer mal so gucken, wenn ich zukomme, ein Video zu starten. Da werde ich dann das Turnier, also die Fights so lange spielen, wie ich weit komme. Denke ich mal, also so war geplant so ein bisschen. Heißt also, wenn ich auch in der ersten Runde rausfliege, wird das Video, also ich denke mal, also vielleicht wieder ein, zwei PvP-Match noch im normalen PvP, muss ich gucken, aber wird voraussichtlich dann beendet sein. Ich finde die Idee mit diesen Event-Turnier-Zeitplan-Dingens eigentlich echt cool. Ist das erste Mal, dass mich so ein Event-PvP-Sache so ein bisschen packt, die ich cool finde. Ich bin ja nicht so der PvPler, wisst ihr ja. Ich hatte jetzt, glaube ich, war es in Videos oder im Stream war es, glaube ich, einen S-Rang hier jetzt geholt gehabt. Ja, aber glaube ich, habe jetzt die letzten Mal ein bisschen Elsword gestreamt gehabt. Wer meinen Twitch-Kanal nicht kennt, einfach twitch.tv/Razer eingeben und da findet ihr mich auch. Ich weiß nicht, ob Past Broadcasts gespeichert worden sind. Könnt ihr notfalls reinschauen. Ich werde es auch nochmal unter dem Video dann in die Beschreibung tun, den Link, also für diejenigen, die sich für interessieren. Ich werde ab und an streamen, ich werde keine festen Streamzeiten haben. Allerdings dadurch, dass ich halt aktuell wirklich auch nur Elsword spielen kann. Ich kann ja euch mal sagen, wie viel Speicherplatz habe ich. 1,65 GB derzeit. Ist das halt so die Geschichte, also kann ich auch nichts großartig anderes mehr machen. Bin mal gespannt, wie das jetzt diesmal läuft. Also erwartet wirklich nicht viel von mir. Ich bin mal gespannt, vielleicht komme ich ja eine Runde weiter. Wie gesagt, ich finde die Idee von diesem Turnierding jetzt echt cool. Ich frage die mal, na, gleich beim Turnier dabei. Und alles. Also ich finde die Idee ganz cool. Transzendenz-Update ist ja da. Ich habe es noch nicht fertig. Bin jetzt bei Quest 3. Und so, und mal abwarten. Und ja, mal schauen, ne? Gleich werden diese Tabellen ja erst halt jetzt aktiv hier. Die Erstellung der Kampftabelle. Okay. Oh Gott, Daishun. Wir können ja mal gucken. Dauert jetzt nochmal 5 Minuten.
Es tut mir leid, Leute, ihr müsst da jetzt langsam so mein Gelaber. Mal gucken. Wir können ja vorher gucken. Dai Shiyun ist eine 95er EM. Also, oh Gott, das wird vermutlich ein Spaß, da hinterher zu rennen. Ansonsten Mogor 15, okay. Dann gibt es hier Lord of Pain. Next, please, Shigaraki. Die haben die Images hier verändert, ne? Also bei einigen, bei der EM und beim ES sieht besser aus. Also was mir so aufgefallen ist. Würde ich jetzt cutten können? Würde ich sogar. Ich weiß nicht mal, ob das sogar geht hier dann im Nachhinein. Es gibt ja hier einen Studio-Modus. Da klicke ich mal. Wobei, ich habe halt Angst, kriege ich mal drauf. Schnitt. Schnitt. Was ist hier Schnitt? Übergang. Ich habe keine Ahnung. Ihr werdet es gerade überleben müssen können. Notfalls, ihr könnt nach wie vor auch einfach das. Ihr habt den Vorteil, ihr könnt das Video vorspulen. Ne? Also, ihr seht ja hier die Zeit ungefähr. Ansonsten laber ich hier so ein bisschen und gucke auch an der Pini und alles, weil ich. Aktuell sind ja wieder die alten Sets da und ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht das schwarze Dina-Set für mich ergattern kann. Nebenbei Nashor Zwilling Raven. Ich habe ja meinen eigenen. Das sind die gleichen, ne? Ja, das sind die gleichen, ne? Wobei. Raven Schwarz. Ah, okay, ist ein anderer. Okay, gut. Aber hey, yo. 300 KK zahle ich für den Mist nicht. Mal schauen. Ich finde es auch ganz cool, dass die alten. Cash-Shop-Sachen wieder da sind, was das angeht. Ich werde gucken, halt, also wie gesagt, ihr kennt das bei mir. Ich kann labern von mir, ja, ich versuche die nächste Zeit über wieder häufiger Videos zu bringen, dann wird es trotzdem nichts. Kennt ihr bei mir. Deswegen verspreche ich euch da auch gar nichts. Ich werde einfach gucken, wie ich Zeit und Lust habe. Vor allem punkto Lust ist das immer so die Geschichte. Ich werde auch nach wie vor nur Videos machen, wenn ich Lust habe. Das denke ich auch das Beste, was ich so machen kann, weil wenn ich keine Lust habe, dann. Ja, Leute, ganz ehrlich, die sind keine 100 KK wert, die scheiß Schuhe. Vor allem, das sind immer die Leute, die diese Preise hier machen, die sich dann bei einem selbst darüber beklagen und beschweren. Ey, warum verkaufst du das so teuer, ey, Junge, ey, 30 KK und die sind im Geschäft? Zahl doch keine 200 KK dafür. Erkennt das ja immer auch, die Leute, die mit Billig Coins einkaufen wollen. Leute, die billig Coins einkaufen wollen, die das dann immer, dann aber selbst Coins zu übermäßig teuren Preisen verkaufen. Schrecklich sowas. Ja. Ansonsten, ja, ich kann mich nach wie vor drüber beschweren, über diese Scheiße mit den SDs. Also, ich mag das nicht, dass nur zwei SDs am Tag offen sind. Aber hey, yo, ich könnte ja mal nebenher kurz mal gucken. Das wird dann nicht angezeigt hier, oder? Nope. Elsword Adventskalender. Läuft ja auch aktuell im Forum für diejenigen, die es nicht wissen. Gibt es einen Adventskalender, wo man mitmachen kann und wo man Fragen beantworten kann und was gewinnen kann, eventuell mit Glück. So, die 15. Wie heißt der erste Dungeon in Peter? Kann man direkt klären. Hier Peter, der Tempeleingang. So, kann ich eingeben. So, das sieht man auch nicht. Gut. Ja. So. Schön eingeben und dann die E-Mail-Adresse. Blitzruhe des Ertriebmeisters Rot. Okay, gibt es da heute zu gewinnen zum Beispiel? Ich habe euch nicht die Antwort gegeben für diese Fra unglaublich schwierige Frage, falls jemand nachfragt. Es dürfte auch so sein, dass ihr kaum Ton hier habt. Ja, Hust. Ich mache sie mal extrem leise. Genau wie die Soundeffekte. Weil ich halt auch keinerlei Ahnung habe, wie viel hier jetzt. Ja, immer ein kleiner Ausschlag ist da, also das passt schon so. Wie gesagt, gegen EM bin ich auch sauscheiße. Ich muss Glück haben, dass die Kacke ist, die gute. Und dann schaffe ich es vielleicht eine Runde weiter. Und dann bin ich happy. Okay, Leute, das könnte funktionieren. Aber auch nur, wenn die scheiße ist. Ich bezweifle aber, dass ich irgendwie schlechte Gegner kriege. Ich bin im PvP einfach scheiße. So, in Ordnung. Gut. Das Turnier hat. Ah, seht da. Fängt direkt an. Die ist top dabei. Also. Gut, jetzt wird schrecklich. Viel Glück. So.
Ja, genau das hatte ich erwartet. Oh, wow, der Sound. Wow. So, ich mache hier schon mal MB an. Ja, ich spiele hier trotzdem fair, auch wenn es der Modus ist. Ich spiele immer so ein bisschen fair. So ein bisschen zumindest. Ja, Schutzabzeichen nutzt die eh nicht. War sehr interessant, also... Ich komme auch, glaube ich, besser gegen Gegner klar, die so ein bisschen mehr nahkampflastig sind. Ich habe auch sau wenige. Also bisher läuft schlecht. Ich muss hier gucken, wie ich rankomme an sie. Okay. Okay, ja, passt. Ah, ich hasse das. Ah, ey, ich kann halt echt nicht. Nee, Magieabzeichen will ich gar nicht erst. Also, ich bin ja nicht so der Item-Typ. Ja, yeah, sie nimmt sie halt. Wobei, das könnte eben aus Versehen gewesen sein. Aber ich mache ihr halt unglaublich viel Schaden. Das muss man im Gegenzug sagen. Ah, fuck, ich wollte gerade den Schattenschritt setzen. Okay. Ich an die Seite. Ups, ich wollte eigentlich zurückgehen. So, da musste ich mich eben retten. Das hat mich aber auch verwirrt. Also ich hatte die eigentlich gefühlt gestand. Ne, ich hätte sie jetzt catchen können. Ups, nein, das wollte ich nicht. Guck mal. Ah ja, der Port SA, ne? Der Port SA. Ah, ich habe zu wenig M. Ja, okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Okay. Nose! Ich brauche 1-0. So gut. Nein, ich will doch gar nicht in die Richtung. Das war's. Okay. Thanks for the game. So. Wow, kommt man da schnell raus? Wow. Und dann ist schon Ende. Man kann ja gar nicht mehr was schreiben. Das will ich doch gar nicht. Kackischka. Piss dich. Ja. Ich werde hier richtig geowned. Ah, immerhin freundlich. Das passt doch. Dann machen wir hier eine. Vielleicht kriege ich hier das Glück. Aber unter einer Minute. Passt immerhin. Und dann machen wir eine Runde noch und dann ist hier auch Feierabend. Ja. Ich habe dieses Video für zwei PvP-Matches. Eins bisher, vielleicht zwei PvP-Matches geguckt. Aber ey, es ist halt so. Ja. Ja, ich könnte vielleicht auch den Sound ein bisschen höher drehen. Ich weiß gar nicht. Guck mal hier rein. Hintergrundmusik, Sound. Jetzt wird es so schnell so laut. Jetzt solltet ihr es ein bisschen besser hören. Okay. Gut, dann gucken wir mal, ob ich da vielleicht eine Chance habe. Okay. VC gegen VC. Okay. Wirkt dieses Transzendenzteil eigentlich auch im... Achso, er macht die Taktik, ja. Ja, ist in Ordnung. Shanks for the game. Er hätte droppen können!
Ist so. Hatte jetzt nichts, also er hatte bestimmt die MP. Leute, hört auf mit euren unnötigen Preisen da. Komm, ein Match geht noch. Ich habe mal gewonnen. Deswegen geht noch ein Match. Aber auch nur, weil ich gewonnen habe. Hätte ich jetzt verloren, hätte ich jetzt das Video beendet. Und ja. Nur ist jetzt vermutlich dasselbe. Keine Ahnung. Ja. Jetzt macht er mich fertig. Ah. Fuck. Ja, hochspringen niemals. Niemals ist immer so ein Fehler. Vor allem da er halt. Okay, diesmal droppt er sich. So. Du, ich bin kein, versuche hier zu gucken. Naus! Okay, jetzt hat er mich. So, ja. Ich versuche mit allen möglichen zu lernen zu catchen. So, ja, wie gesagt. Ja, ja. Er catcht mit MB, ich nicht. Ja, ja, komm her. Ups. Ja, ja, er ist da genauso. Ich glaube, er ist so ein bisschen wie ich drauf. Also er versucht ähnliche Tricks zumindest. So. Ja, gut. Das sollte es dann aber auch gewesen sein. Ich habe meine Ehre wiederhergestellt. 2 Siege, 1 Niederlage. Sollte soweit passen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und ich gucke mal, vielleicht schaffe ich es beim nächsten PvP-Turnier weiter. Das wäre ganz Glück. Ja, ja, ja. Also gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss. Bye, bye.